Arbeitssockentest. Die besten Socken für Arbeitsschuhe im Vergleich. So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Arbeitssockenvergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschlägen und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihrem Preis, Qualität und mehr. Im Job müssen wir oft stehen und einige Meter am Tag zurücklegen. Besonders perfekt sitzende Arbeitssocken helfen Ihnen dabei, die beanspruchten Stellen des Fußes aktiv durch Polsterungen an den Zehen und den Fersen zu unterstützen. Unsere Füße sind täglich einige Strapazen ausgesetzt. Sie tragen nicht nur unser gesamtes Körpergewicht, sie müssen ihn außerdem stabil durch unwegsame Bereiche des Lebens führen. Machen Sie jetzt den Test und erleben Sie, wie ein gutes Paar Arbeitssocken einen langen Tag auf den Beinen vereinfacht und Ihre Füße entlasten kann. Ihre Füße werden Ihnen danken. Wer oft und viel auf den Beinen ist, sollte unbedingt auf die richtigen Socken achten. Nicht zuletzt um Blasen und andere Fußerkrankungen aus dem Weg zu gehen. Arbeitssocken mit einer Verstärkung des Zehen- und Fersenbereichs sowie einer verstärkten Sohle helfen Ihnen dabei, dass das Fußklima im Schuh optimal ausbalanciert bleibt. Arbeitssocken müssen robust und langlebig sein. Nichts ist ärgerlicher, als jede zweite Woche neue Socken kaufen zu müssen, weil die alten Arbeitssocken schon Löcher an den Zehen haben oder im Fersenbereich durchgescheuert sind. Die Kategorie der Arbeitssocken zeichnet sich durch Strümpfe aus, die robust und langlebig sind. Sie tragen dazu bei, dass Sie sich in Ihren Arbeitsschuhen wohlfühlen und ohne schmerzende Füße Ihrer Arbeit nachgehen können. Etwa 5,49 Millionen Menschen gehen in Deutschland einem handwerklichen Beruf nach. Um bequem und sicher durch den Arbeitstag zu gehen, sind nicht nur die richtigen Sicherheitsschuhe wichtig, sondern auch die passenden Arbeitssocken. Eine gute Passform der Socken hilft dabei, dass die Strümpfe im Schuh nicht rutschen. Des Weiteren zeichnen sich gute multifunktionale Arbeitssocken durch eine Gewebemischung aus, sterben den Schweiß vom Fuß wegleitet und dadurch Reibungen und Blasen vorbeugt. In unserem Arbeitssockenvergleich möchten wir Ihnen die wichtigsten Kriterien vorstellen, die Sie beim Kauf von Arbeitssocken beachten sollten. Unsere Kaufberatung hilft Ihnen dabei, Socken, die nicht nur passgenau sitzen, sondern Ihren Fuß optimal dämpfen. So finden Sie immer die beste Arbeitssocke für Ihren Tätigkeitsbereich. Gibt es eine Verstärkung für besonders beanspruchte Stellen? Socken für die Arbeit werden über den Tag hinweg sehr stark beansprucht. Besonders, wenn Sie Stahlkettenschuhe oder andere Sicherheitsschuhe tragen müssen. Fersen sowie die Zehen werden hier durch die Starre des Schuhs besonders stark beansprucht. Damit die Arbeitssocken nicht nach wenigen Tagen schon die ersten Löcher aufweisen und weiterhin bequem sind, sollten Sie beim Kauf von Socken für die Arbeit auf verstärkte Zehen- und Fersenbereiche achten. Viele Sicherheitsschuhe weisen auch eine durchtrittssichere Stahlsohle auf, sterben den Schuh weiterhin verhärtet und auskühlt. Durch eine verstärkte Sohle aus Frottee-Stoff bleibt der Fuß warm und wird zusätzlich vor Reibungen gesichert. Besonders Menschen, die oft in unwegsamem und unebenem Gelände arbeiten, sollten auf eine Verstärkung der Sohle sowie der Zehen- und Fersenpartie der Socken für die Arbeit achten. Hier wird der Fuß besonders beansprucht und braucht Halt und Schutz. Diese Polsterung verstärkt nicht nur den Socken, sondern macht ihn besonders bequem. Mischung aus Natur- und Synthetikfasern erhält das Fußklima. Strümpfe aus 100% Baumwolle verfügen über eine geringe Dehnung und stark beanspruchte Stellen im Zehen- und Fersenbereich verschleißen schneller. Mithilfe eines Mischgewebes aus natürlichen sowie synthetischen Fasern wie Polyamid wird die Stabilität der Arbeitssocken verstärkt und der Haltbarmachung. Durch die Verarbeitung von Kunstfasern wird auch die Lebensdauer der Socken erhöht. Wir empfehlen den Kauf von Socken, die aus etwa 80% Baumwolle und 20% synthetischen Fasern bestehen. Die synthetische Faser Elastan hilft dabei, dass Socken die richtige Passform aufweisen und strapazierfähig bleiben. Dies ist besonders wichtig bei Socken, die häufig werden. Durch den Elastananteil im Gewebe behalten sterben Socken auch nach mehrfachem Waschen ihre Form. Damit Arbeitssocken jedoch bequem bleiben und ein gutes Fußklima trotz eines langen Arbeitstages in Stahlkappenschuhen bestehen bleibt, empfehlen wir den Kauf von Arbeitssocken mit einem hohen Baumwollanteil. Dank des Zusatzes von synthetischen Fasern werden die negativen Eigenschaften der Baumwolle aufgehoben.
Arbeitssocken aus reinem organischem Material gewinnen keinen Arbeitssockentest, da die Füße in den Socken schnell aufreiben. Dies führt zu Blasen und Nässen den Stellen am Fuß. Obwohl Baumwolle, wie oben beschrieben, weniger dehnbar ist, bietet dieses natürliche Material trotzdem einige Vorteile gegenüber synthetischen Materialien. Großer Anteil an Baumwolle in Arbeitssocken, die Vor- und Nachteile. Vorteile: Erhöhter Tragekomfort durch natürliche Materialien, Bildung von Fußschweiß wird reduziert, natürliches Material reizt die empfindliche Haut des Fußes nicht, fördert die Belüftung des Fußes. Nachteile: Weniger dehnbar und treibt schneller auf. Ist der Tragekomfort bei langen Arbeitstagen gewährleistet? Das Tragen von Sicherheitsschuhen beansprucht den Fuß immens. Gute multifunktionale Arbeitssocken helfen dabei, den Tragekomfort aufrechtzuhalten und ein gutes Gefühl auch nach einem langen Arbeitstag zu gewährleisten. Neben einer guten Klimaregulierung sollten Sie außerdem auf die richtige Größe achten. Zu kleine oder große Socken rutschen oft und sind unbequem. Gepolsterte Sohlen der Arbeitssocken tragen, neben der Verstärkung dieses Bereichs, zum Tragekomfort bei und dämpfen den Fuß zusätzlich ab. Außerdem sorgt eine Sohle aus Frottee-Stoff zusätzlich für eine Belüftung der Fußsohle, was die Entwicklung von minimiertem Schweiß. Wer in Bereichen mit stark schwankenden Temperaturen arbeitet oder häufig zwischen drinnen und draußen wechselt, der sollte seinen Schwerpunkt bei gut klimaregulierendem Paar Socken suchen. Nicht nur auf der Baustelle, sondern auch in der Großküche, dem Krankenhaus und im Bagger müssen Sicherheitsschuhe der Klassen S1, S3 getragen werden. Arbeitssocken kommen demnach in allen Lebenslagen zum Einsatz. Eine gute Qualität der Socken ist auch unumgänglich, um ein angenehmes Fußklima zu gewährleisten und den Arbeitstag so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit Arbeitssocken modular bleiben, sollten die Socken für die Arbeit gut am Fuß sitzen und nicht rutschen. Eine ungenaue Passform führt zu Druckstellen und Blasenbildung am Fuß. Der Bund am Schaft der Socke sollte das Bein angenehm fest umfassen und damit das Herunterrutschen der Socken verhindern. Viele Hersteller geben die Größe ihrer Modelle in breit gefächerten Bereichen an. Um sicherzustellen, dass die Arbeitssocken gut passen, empfehlen wir außerdem, Strümpfe zu kaufen, deren Größenbereich nicht mehr als 3 Nummern umfasst. So stellen Sie sicher, dass Sie immer die beste Arbeitssocke kaufen. Um außerdem den Tragekomfort Ihrer Socken zu steigern, sollten Sie beim Kauf von Arbeitssocken auf eine gute Verarbeitung und hohe Qualität des Materials achten. Sind Stahlkappenschuhe in Ihrem Beruf Pflicht, sollten Sie auf eine gute Passform und Funktionalität achten. Die Nähte im Zehenbereich sollten abgeflacht sein, damit keine Druckstellen beim Tragen der Socken entstehen. Der Kunstfaseranteil in den vorgestellten Arbeitssocken macht diese besonders robust und stabil. Außerdem sind diese Fasern sehr glatt und verhindern, dass eine druckvolle Reibung zwischen Schuh und Socken entsteht. Das Entstehen von Löchern oder aufgeriebenen Stellen am Socken werden somit verpackt. Besonders die Belastungszonen im Fersen- und Zehenbereich neigen dazu, schnell zu verschleißen. Socken, die hier eine Verstärkung aufweisen und dazu aus qualitativen graphischen Materialien produziert sind, fusseln nicht und reiben nicht auf. Damit behalten die Socken ihre Passform und weisen auch nach mehrtägigem Tragen keine Löcher auf. Beim Kauf von Arbeitssocken sollten Sie besonders auf die Langlebigkeit achten. Nichts ist ärgerlicher als Socken, die nach einem Waschgang ihre Form verlieren und schnell Löcher haben. Die vorgestellten Arbeitssocken sind multifunktional einsetzbar. Egal ob auf der Baustelle oder bei der Arbeit im Garten, mit diesen Socken sind Sie auf der richtigen Seite. Einige Hersteller geben jedoch an, in welchem Arbeitsbereich welche Socken am besten getragen werden sollten. Um Ihren eigenen Arbeitssockentestsieger zu küren, sollten Sie darauf achten, dass der Socken gut passt und den Anforderungen Ihres Berufes nachkommen kann. Machen Sie am besten Ihren eigenen Arbeitssockentest, um die besten Arbeitssocken zu finden, die Ihren und Wünschen entsprechen. Multifunktionale Socken für Damen und Herren können in Arbeitsschuhen mit und ohne Stahlkappe angezogen werden. Sie verfügen über verstärkte Sohlen, Fersen und Zehen und dämpfen den Fuß optimal. Die Socken können auch im Alltag oder zum Sport als Sportsocken getragen werden. Socken mit Gummisohle, oft in der Forstwirtschaft oder auf Frachtern eingesetzt. Verhindert offizielles Rutschen in weniger gut anliegenden Gummistiefeln. Kochsocken, Arztsocken, Socken, die bei besonders hohen Temperaturen steigen können.
um den Hygienestandards eines Krankenhauses oder einer Küche zu entsprechen. Thermosocken, besonders schwere und gefütterte Socken, die die Füße auch bei Minusgraden warm halten. Kompressionssocken, fördern den Blutfluss in den Beinen. Die Socken sind besonders gut für Menschen geeignet, die auf Baustellen einer sitzenden Tätigkeit nachgehen, zum Beispiel Bagger- oder LKW-Fahrer. Funktionssocken bestehen hauptsächlich aus synthetischen Fasern und eignen sich besonders gut zum Wandern. Nur die wenigsten Arbeitssocken sind bei 95 Grad waschbar. Um mögliche Keime abzutöten, sollten gute Arbeitssocken bei mindestens 40 Grad bis 60 Grad waschbar sein. Damit senken Sie das Risiko von Fußpilz und erhalten ein gutes Fußklima. Das regelmäßige Waschen der Socken bei hohen Temperaturen minimiert außerdem die Geruchsbildung, da der gesammelte Schweiß aus den Socken her ausgewaschen wird und Bakterien damit keine Chance haben. Sollten Sie mehrere Stunden am Tag in dicken Arbeitsschuhen unterwegs sein, reagiert der Fuß mit der Bildung von Hornhaut an besonders anspruchsvollen Stellen. Mit Hilfe von Cremes gegen Hornhaut wird die Haut wieder weich und geschmeidig. Der Test zum Thema Hornhautentferner der Stiftung Warentest zeigt, dass auch schon günstige Cremes aus dem Drogeriemarkt zuverlässig lästige Hornhaut entfernt sind. Arbeitssocken von wie vielen unterschiedlichen Herstellern wurden für den Vergleich? Wir haben 16 Arbeitssocken von 11 verschiedenen Herstellern für den Vergleich betrachtet, um Kunden die ganze Bandbreite an Möglichkeiten zu präsentieren. Wählen Sie aus Marken wie Sockenkauf 24, Socksberg, Stark, Caterpillar, Fußfreunde, Tiptex 24, Kokain Underwear, Mountrex, Cotton Prime, Camano, Normani. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet unser Preis-Leistungssieger Socksberg Arbeitssocken. Für unschlagbare 24,95 € bietet die Arbeitssocke die besten Eigenschaften. Welche Arbeitssocke wurde von Kunden besonders häufig bewertet? Besonders häufig wurde die Sockenkauf 24 Arbeitssockenwork von Kunden bewertet. 18.270 Mal haben Käufer die Arbeitssocke bewertet. Die Stark-Arbeitssocken glänzt mit einer Kundenbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Die Arbeitssocke hat somit den meisten Kunden gut gefallen. Mit der Bestnote sehr gut glänzt 7 der im Vergleich vorgestellten Arbeitssocken. Wir haben folgende Modelle mit der Spitzennote ausgezeichnet: Sockenkauf 24, Socksberg, Stark, Caterpillar Universal, Fußfreunde, Tiptex 24 robuste Arbeitssocken und Kokain Arbeitssocken. Wir haben eine breite Auswahl an Produkten im Arbeitssockenvergleich für Sie zusammenzutragen. Sockenkauf 24, Socksberg, Stark, Caterpillar Universal, Fußfreunde, Tiptex 24, Kokain, Mountrex, Cotton Prime, Caterpillar, Camano, Normani Sport und Arbeitssocken. Welche weiteren Suchbegriffe sind für Kunden, die sich für Arbeitssocken interessieren, relevant? Wenn Sie auf der Suche nach Arbeitssocke-Modell sind, können auch Suchbegriffe wie Arbeitssockenherren, Kettarbeitssocken und Caterpillar-Socke relevant für Sie sein. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über die besten Produkte erfahren möchten, finden Sie unten im Videobeschreibung alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.